In diesem Video möchte ich eine Technik, eine körpertherapeutische, eine praktische Technik vorstellen, die sich sehr gut eignet, wenn man vorzeitigen Samenerguss, Ejaculatio praecox überwinden möchte. Die Technik nennt sich auch Teasing-Technik und hat damit zu tun, dass man eben gewohnte Muster oder für Männer, die unter Ejaculatio praecox leiden, die haben meistens so ganz gewohnte Muster. Wenn ich zum Beispiel mit Männern arbeite, die sagen, sie kommen zu früh, dann haben die eben sie machen es dann eben nicht langsamer, das wäre logisch. Wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich bin sehr sensibel und ich muss irgendwie gucken, dass ich nicht zu schnell eindringe zum Beispiel und nicht zu ruppige Bewegungen mache oder nicht zu schnell bin, sondern ganz sanft vorgehe, vielleicht achtsam vorgehe, viel atme, mich langsam bewege, damit ich auch spüre, wo quasi ich mich dem sogenannten Point of No Return nähere, ja, dann wäre ja eigentlich logisch, dass sie das entsprechend so umsetzen, dass es langsam ist, ja, bedächtig und so weiter. Häufig ist das Gegenteil der Fall. Vielfach denken Männer, die unter praecox leiden, ja, ich muss ja irgendwie richtig loslegen und sonst ist meine Partnerin, mein Partner unbefriedigt. Ich muss mindestens da irgendwie ein paar Stöße machen und auch kraftvoll, und ein echter Mann macht das eben so. Ja, und das führt natürlich dann dazu, dass Männer, die unter praecox leiden, in der Regel schnell eindringen, viele Stöße machen, die Kontrolle schnell verlieren, den Point of No Return überwinden und kommen und sich dann danach dafür verachten. In Videos vorher findet ihr ganz viele Beispiele davon. Ja, guckt euch am besten die ganzen Videos an, weil ich möchte nicht alles hier wiederholen. Was ist nun die Teasing-Technik? Die Teasing-Technik geht genau an der Stelle, macht genau an dieser Stelle ein Angebot. Nämlich empfiehlt, eben nicht gleich einzudringen, sondern eben zu teasen. Bedeutet, kurz anzutesten, wenn man so will. Ja, wieder zurückzuziehen, also quasi auch damit zu spielen, weil das ist häufig für viele Männer, die unter praecox leiden, der sogenannte neuralgische Punkt, nämlich das Eindringen. Ja, viele Männer, die sehr sensibel sind, sagen meistens, ja, wenn ich jetzt eindringe, dann merke ich, der Druck steigt und ich kann es kaum noch zurückhalten. Ich kann mich kaum noch zurückhalten und ich neige dazu, sehr schnell zu kommen. Und danach verachte ich mich in der Regel oder ich verkrampfe dann. Und die Teasing-Technik fordert dich dazu auf, genau an dieser Stelle innezuhalten und achtsam zu beobachten. Bedeutet, wenn es zum Beispiel um heterosexuellen Sex geht oder auch homosexuellen Sex, da geht das auch, dann guck, dass du deine Partnerin, deinen Partner vorher instruierst und auch sagst, dass du es gerne langsam haben möchtest, damit es keine Missverständnisse gibt. Weil es natürlich auch für einen Partner oder eine Partnerin ungewohnt, wenn sie irgendwie zum Beispiel, wenn du vorher ein bestimmtes Spiel praktiziert hast und du meinetwegen eingedrungen bist und dann halt schnell und auch Stöße gemacht hast. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte mal was anderes ausprobieren, ist es immer hilfreich, das genau vorher abzusprechen. Das heißt, nimm deinen Partner, nimm deine Partnerin, vermittel ihr oder ihm, wie wichtig dir das ist, eine neue Erfahrung zu machen, dass du ein bisschen experimentieren möchtest, und dann ist die Verwunderung eben geringer und der Druck für dich wird eben auch geringer. Durch klare Rahmung kannst du den Druck nämlich minimieren. So, und dann mach am besten Folgendes, dass du eine Position nimmst, die dich nicht ganz unter Stress setzt. Für viele Männer ist es die Missionarsstellung, weil sie da das Gefühl haben, ich habe einigermaßen oder eine ganz gute Kontrollmöglichkeit. Für andere ist es vielleicht die sogenannte Scherenposition. Ja, das bedeutet quasi, dass ihr wie so in der Scherenposition, also seitlich und die Beine verhakt, ineinander verhakt. Ist schwierig, das jetzt zu beschreiben, aber nimm am besten, gib das im Internet ein, dann wirst du halt das Bild finden. Und für viele Männer ist das am einfachsten, in dieser Position oder in einer dieser beiden Positionen die Kontrolle zu wahren. Für manche ist es auch die Löffelchenposition, je nachdem. Ja, das wird bei dir vielleicht anders sein. Dann dring nicht gleich ein, sondern tease. Das bedeutet, dring vielleicht nur mit der Eichelspitze ein. Ja, halt vielleicht auch deinen erigierten Schwanz so an der Vulva halt ihn so an der Vulva, dass du spüren kannst, was in dir passiert. Wenn du merkst, dass Spannung aufkommt, nutz die drei Elemente wie Atmung. Ja, atme tief ein und aus, guck, dass du die Erregung auf den ganzen Körper überträgst. Beweg dich, mach leichte Bewegung. Guck, dass du das, was du spürst, weil es kann sein, dass es dich anspannt, dass es dich bedrückt, dass du denkst, du musst jetzt was Besonderes tun oder leisten, beobachte es und beweg dich leicht,
aber eben nicht so, dass du dich dem Point of No Return näherst, sondern versuch das Langsame auszuhalten, das Langsame einzuatmen zum Beispiel. Du kannst Töne machen, zum Beispiel leicht stöhnen, ne, sodass du quasi das, was auftaucht, und da wird was auftauchen, nämlich in der Langsamkeit kann es manchmal viel herausfordernder sein. Für viele ist es viel herausfordernder und auch anspannender, als wenn sie quasi irgendwie eindringen und dann sofort ihre Bewegung machen und dann schnell zum Höhepunkt kommen. Also lass dir Zeit, tease leicht, also Eichelspitze, zieh wieder raus, wenn du merkst, es ist zu anstrengend. Ich finde auch noch eins hilfreich, stell dir vor, du würdest eben Energie ziehen. Das ist jetzt vielleicht schwierig, die Vorstellung, aber stell dir mal vor, deine Eichel wäre wie so eine Sensor, ja, dabei. Und es ist nicht so, dass du jetzt was geben musst, du musst irgendwie stoßen und tun und machen und was weiß ich, befriedigen oder sowas, sondern wie so ein Sensor führst du deinen Sensor leicht ein und spürst, was passiert. Und stell dir vor, du könntest wie so durch so einen Strohhalm Energie ziehen. Ich weiß, komische Vorstellung, aber probier es aus. Das kann sehr hilfreich sein, weil die meisten Männer sind so gepolt, dass sie so den Eindruck haben, ich muss jetzt so richtig loslegen und was weiß ich, mehrere Beats per Minute oder sowas. Ja. Und dann kommen die natürlich sofort, weil das kann kein Mensch, das ist in der Regel das ist übergehend. Weil wenn ich selber merke, ich bin eigentlich sensibel und ich habe Angst vielleicht oder ich habe Angst, dass ich es versaue, dann sollte ich es langsam angehen lassen, damit ich das nicht übergehe, weil es wird sich ohnehin rächen und zeigen. Also mach's langsam, dring nicht gleich ein, sondern zieh wieder raus, halt quasi die Eichel oder einfach auch den erigierten Schwanz so an der Vulva, dass du spürst, dass du merkst, was mit dir passiert, was in Resonanz passiert und drück das aus, was da ist. Wenn du merkst, dass dir Schwierigkeiten bereitet, weil es dir peinlich ist, unangenehm ist, guck, dass du dir immer mehr an Tönen, Atmung und auch Bewegung eröffnest, dass du auch guckst, wie fühlt sich das an, wie möchte mein Becken sich bewegen. Möchte ich das jetzt einfach halten? Ja, möchte ich meine Partnerin, meinen Partner halten währenddessen? Möchte ich mich bewegen? Möchte ich einen Ton machen? Experimentiere und nimm dir immer mehr Raum dabei. Du kannst natürlich dann gucken, ob du immer weiter eindringst, aber versuch dich mal zumindest für diese Übungszwecke oder in den Übungszeiten von der Vorstellung zu verabschieden, du müsstest stoßen oder irgendwas tun und schieben und was weiß ich, dein Becken da reindrücken oder sonst was. Ja, sondern guck mal, dass du so eine Art, ich könnte sagen, rezeptive Haltung findest. Nicht, dass du was geben musst und Dampf machen musst, sondern dass du irgendwie was ziehst, dass du dich inspirieren lässt von dem, was deine Partnerin dir gibt oder was du spürst. So als könntest du Energie inhalieren, anstatt dass du was tun musst. Ja? Das kann dir auch helfen, von diesem sogenannten Performance-Druck runterzukommen, indem du tatsächlich dir langsam oder ganz langsam immer tiefer eindringst, wieder rausgehst und dir auch die Möglichkeit offen hältst, wieder rauszugehen quasi oder ein Stück zurückzuziehen. Ja, und auch einfach das zu machen, dass du oder was dir gut tut. Das erfordert natürlich, dass du während dieser Übung den Fokus nach innen lenkst. Das ist ohnehin eine der Hauptvoraussetzungen für die Überwindung von vorzeitigem Samenerguss, dass du mehr mit dem inneren Wahrnehmungsfokus bei dir bist, anstatt bei der Partnerin. Ja, also probier es aus. Und wenn du Rückmeldungen hast, freue ich mich natürlich über eine Nachricht von dir. Du kannst hier gerne auch einen Kommentar abgeben. Und meine Kontaktdaten und unsere Institutsseite findest du in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Üben. Alles Gute.